Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Elisa Lindinger, ich bin von der Open Knowledge Foundation. Und mein Name ist Tobias Friedrich von der Deutschen Bahn und da aus dem DB Open Data Team. Wir haben die große Ehre, heute durch die Civic Tech Inspiration führen zu dürfen. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich aber nochmal an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur aussprechen, für die Zusammenarbeit, für die wunderschöne Möglichkeit, hier zu sein und dass wir auch unsere Projekte, zum Beispiel da hinten die Schauwände, auf die ich nochmal die Blicke lenken möchte, so schön präsentieren können. Ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie haben so viel Spaß wie wir. Wir haben heute schon zwei sehr passende Zitate gehört, die ich nochmal gerne in Erinnerung rufen möchte. Und zwar hat Frau Bär gesagt, dass offene Daten erst dann wirklich angekommen sind, wenn auch die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger die Bedeutung verstanden haben und die Wichtigkeit von offenen Daten verstanden haben. Fiona hat in der Keynote gesagt, dass Daten erst dann wirklich offen sind, wenn sie für die Zivilgesellschaft nutzbar sind. Ihr stellt offene Daten bereit, Tobias. Wer sind denn eure Nutzer eigentlich? Ja, unsere Nutzer sind natürlich, also sollten unsere Reisenden sein, und das sind sie auch. Da will ich ein ganz kurzes Beispiel bringen. Was haben wir gemacht? Also wir haben noch nicht so sehr lange mit Open Data Erfahrung gesammelt, sondern nur in den letzten 2 Jahren, aber es ist schon was Cooles entstanden. Und zwar haben wir alle Aufzugdaten, also wie geht's einem Aufzug, haben wir live online als Open Data bereitgestellt und seitdem eine Anzahl von Apps bekommen, wo dann der Reisende gesagt kriegt, okay, du brauchst dort nicht am Hauptbahnhof in Berlin mit deinem Rollstuhl am Gleis 3 stehen, weil der Fahrstuhl ist kaputt. Und das sieht der Reisende, der mobilitätseingeschränkte Mensch, schon vorher. Und das ist einfach ein großer Vorteil. Ist das für dich Civic Tech? Das ist, also der Reisende ist ja ein Bürger und damit ist es für mich auch wieder Civic Tech. Und ja, dann will ich da einfach mal in die Runde fragen, wer von euch hat denn das graue Bändchen an der Hand? Wer hat denn ein Civic Tech Bändchen? Mal die Hände hoch. Das sind doch eine ganze Menge. Erstmal schön, dass ihr so zahlreich anwesend seid. Und wenn Sie in der Verwaltung arbeiten und sich fragen, wer sind denn die Menschen, für die ich mit so viel Aufwand und so viel Mehrarbeit diese Daten öffne, wer nutzt die denn überhaupt? Genau das sind die Personen, die schon darauf warten, die nur in den Startlöchern sitzen und die Daten wirklich nutzen wollen und für andere noch weiter aufbereiten wollen. Das heißt, wenn Sie noch nicht verschiedene Farben an Ihrem Handgelenk haben, jetzt war die Möglichkeit, sich mögliche Gesprächspartner auszusuchen und in der Mittagspause auf Sie zuzugehen, sich auszutauschen, Gemeinsamkeiten zu entdecken und ein neues Bändchen zu ergattern. Jetzt wollen wir aber auch mit dem ersten Vortrag beginnen. Ich darf ganz herzlich begrüßen Melanie Tewlis vom Projekt GentryMap. Sie forscht in ihrem Projekt zu dem Thema, wie Gentrification visualisierbar und erfahrbar gemacht wird. Sie hat außerdem auch ein Prototype Fund T-Shirt an, denn sie gehört zu den Gewinnern der ersten Runde im Prototype Fund. Ganz herzlich willkommen, Melanie, und bitte, die Bühne ist deine. Danke. Hallo? Ja. Hörst du alles gut? Super. Dann erstmal so einen herzlichen Dank. Also es ist total schön, hier zu sein und die Möglichkeiten zu bekommen, mit dir über diesem GentryMap-Projekt zu sprechen. Also, Gentrifizierung. Wir können sagen, das ist so ein Thema, das gerade jetzt in Berlin ist in jedem Mund. Also wir sprechen alle von Gentrifizierung, aber wir wissen nicht wirklich, was das eigentlich bedeutet. Also bedeutet das jetzt in meiner Straße, es gibt also viel mehr Yogaladen als also Gemüse oder Obst kaufen. Oder es ist etwas ein bisschen tiefer. Also das bedeutet, dass meistens, wenn wir von Gentrifizierung sprechen, wir sprechen von kulturellen Sachen. Also es ist ein bisschen so oberflächlich. Also wir wissen es, wenn wir es sehen, aber wir haben so keinen richtigen so Einblick oder Verständnis von, was sind sie die Ströme in den Wirtschaft, die eigentlich zum Gentrifizieren führen. Und ohne diesem Infos ist es dann unmöglich für die Stadtplanung etwas kräftig zu machen. Also es ist gar nichts möglich, zum Beispiel, dass ich zum Bürgermeister gehen und sagen, ja, okay, ich finde, es gibt so viele Bioladen gerade jetzt in meinen Kiez, die müssen jetzt alle weg.
Na, okay, das kannst du mir, das ist klar, wir können das mitmachen. Und auch, es ist ja auch gar kein Problem, selbst, dass es gibt jetzt Yogaladen und Bioladen, das ist ja auch okay, nach Meinung. Aber es gibt ja auch Symptome von Gentrifizierung, die sind richtig Probleme. Und das heißt zum ersten Mal so Verdrängung, dass wir haben in der Stadt ganz bunte, ganz coole, so Kieze, so Gemeinschaften, die zusammen eine Nachbarschaft leben fühlen. Und einer der so Beweise von Gentrifizierung ist, dass wir haben so die Schichten von den Gemeinschaften sind immer so mehr und mehr voneinander getrennt. Das statt so eine bunte, gemischte Nachbarschaft, wir haben in einem Ort, also die reichen Menschen, und in anderen Ort die armen Menschen. Und das führt zu riesigen, großen Problemen, weil wir kommen nicht mehr zusammen und wir haben nicht mehr so die Möglichkeiten, miteinander, mit unterschiedlichen Leuten zu sprechen. Es führt auch zum Leidenschaft für Kleingeschäfte und die Familien, die ihre Leben von dem bekommen. Also, aber das Problem ist, es ist ja eigentlich ganz schwierig, diesem Tendenz von Verdrängung, von die unterschiedlichen so Schichten, dass die Klassen sich finden. Das ist ganz, ganz schwierig zu beweisen, weil teilweise die Daten da ist, also es gibt's schon, aber es ist ja am meisten so entschlüsselt in verschiedene Ämter oder es ist entschlüsselt in Privathände. Weil Gentrifizierung zu messen, das ist wirklich so eine Kombination von soziodemografischen Daten und wirtschaftlichen Daten, überhaupt den Wohnimmobilienmarkt. Und wir müssen alle diese so Daten zusammenbringen, um zu beweisen, dass hier in diesem Ort Verdrängung passiert. Also, den Projekt GentriMap, das ist ein Projekt, das versucht, diese Daten so zu entschlüsseln, also teilweise von den Staat und teilweise auch von Privatpartnern, zum Beispiel ImmoScout. Und diesen Daten zusammenbringen, um einen besseren Überblick von dem Prozess von Gentrifizierung an ein wirtschaftliches und an ein sozialdemografisches Ebene zu zeigen. Also was wir hier sehen, das stammt aus dem GentriMap von 2014, was damals also relativ aktuelles Daten war. Und was wir zeigen hier ist den Trend, also innerhalb von Berlin. Und was wir hier sehen, ist, dass an einem so Axis, also die Farben, die dunkler sind, Gegenteil, die heller sind, das ist ein Axis, die misst soziodemografische Tendenzen. Also die Teile, die wird dunkler, das heißt, die wird ja auch reicher. Also weniger Leute, die Unterstützung von den Staat bekommt. Andere Indexen aus. Und dann die Farben, also wo die Farben so rot oder pink sind, das beweist, dass die Wohnimmobilienmarkt wird teurer und auch es wird zu einem großen Anteil von Eigentumswohnungen. Also man kann sagen, dass da die Immobilienmarkt so ist ein bisschen gehitzt. Und wo es blau ist, also es bleibt, also nicht wirklich senkt, aber es bleibt flach. Und so können wir sie hier sehen, also gerade in den Gegenteil, wo wir von Gentrifizierung sprechen, also wir sprechen natürlich von Prenzlauer Berg, Friedrichshain-Kreuzberg. Was wir hier sehen, ist, dass gerade in derselben Zeit Immobilien wird teurer, es werden mehr Leute, also weniger Leute, die mieten und mehr die Eigentumswohnungen kaufen. Und es wird auch, dass wenige Leute in diesem Orten brauchen Unterstützung von dem Staat. Das nennen wir Gentrifikation oder Gentrifizierung. Habe ja auch mit so verschiedenen so Statistiker aus Städten aus ganz Deutschland getroffen und die haben dann gesagt, aber das ist ja eigentlich Stadtentwicklung. Was ist das für ein Problem dann? Natürlich wollen wir, dass also das Immobilienmarkt gut geht und dass Leute wird auch reicher und braucht weniger Unterstützung von der Stadt. Was ist denn das Problem? Also das Problem ist, dass diese Karte, die Anteil von diesem soziodemografischen Verbesserung ist ja eigentlich ein bisschen zu schnell. Und das bedeutet, dass nicht die Leute, die so ursprünglich da waren, die
plötzlich ganz viele Reiche sind, sondern es ist Leuten von anderer Teil von Berlin, anderer Teil von Deutschland, teilweise auch vom Ausland, so wie ich, die kommen und die Gemeinschaften, die schon da war, sind dadurch das verdrängt. Also es ist wirklich so diese Mischung zwischen soziodemografischen Daten, wirtschaftliches Daten und auch die Daten, die zeigt die Umziehung von Leuten, die bringt das zu das Punkt, wo wir haben so einen Überblick von den ganzen so Verbindungen, die Gentrifizierung beschreibt. Okay, super. Und dann was? Also wir wissen jetzt, also wir wissen schon, dass das ein Problem war. Aber überhaupt, wir machen diesen Projekt, das ist, ermöglicht uns dann, Entscheidungen zu machen und zu verbessern. Also das hier ist so ein relativ so oberflächlicher Anblick, aber es ist jetzt möglich, dass wir haben auch diesen, diesen Infos an der Ebene, wo wir Berlin in 400 kleinen Teilen so ansagen können. Und dann haben wir die Möglichkeiten, so ganz bestimmte Veränderungen zu machen, genau an den Ort, wenn die bestimmt gebraucht sind. Also dass wir können so den Entscheidungen von den Stadtplanungen und auch von den Gemeinschaften, die es ihn betrifft, unterstützen und informieren. Ja, und ich glaube, das war's dann für mich. Vielen Dank. Noch Fragen? Sonst würde ich vielleicht noch mal fragen, von welchen Städten liegen euch denn noch Daten vor, dass ihr so eine Map anfertigen könnt? Von welchen Städten? Also wir haben so relativ schon viel für Berlin und gibt es ja auch teilweise für München, aber so ein detaillierter Anblick sonst für andere Städte, soweit ich kenne, fehlt. Da ist ja noch Potenzial, wie ich sehe. Vielen Dank. Genau, danke. Noch eine Frage? Also ja, komisch muss man sagen, also jeder, der sich diesem Karte gezeigt haben, haben mir gerade, also sofort, die schauen an ihr eigenes Haus und dann die schauen, also wo soll ich denn kaufen? Das ist natürlich ein höheres Risiko, aber wir müssen dann denken, dass diese Daten liegt schon in privaten Händen. Also die Daten, die die Wohnimmobilienmarkt bemisst, kommt aus ImmoScout. Also die haben das schon sozusagen. Oder also nicht für alle, aber es gibt schon, dass diesen Daten so privat zugänglich ist und ist es benutzt in die Entscheidungen von den großen so Immobilienkonzernen. Und es ist, also ich bin der Meinung, dass wir als Bürger sozusagen soll auch diesen selben Daten haben, dass wir auch auf dieselbe so Fläche stehen, diese Entscheidung für die Stadtplanung beizuhelfen. Okay, vielen Dank. Ja. Vielleicht könnt ihr das Gespräch in der Mittagspause fortsetzen. Jetzt kommen wir zum nächsten Projekt. Das kommt aus Stuttgart, weil Stuttgart ist ja mittlerweile auch nicht mehr unbedingt nur für Autos und Bahnhöfe bekannt, sondern für auch so eine Feinstaubproblematik. Und wie man das vielleicht sichtbar macht, zeigt uns der nächste Referent, Jan Lutz. Herzlich willkommen. Scharf. Hallo. Ja, Familientreffen, schön. Ich freue mich. Ich muss erst mal so ein bisschen klarkommen drauf, dass ich im Verkehrsministerium stehe und über unser Feinstaubprojekt referiere. Das ist ja so ein bisschen Widerspruch in sich. Aber ich glaube, genau so funktioniert es auch. Also wir müssen total neu denken und anders denken. Wir haben in Stuttgart angefangen, das zu machen. Wir haben diese Feinstaubproblematik da und wir wollten einfach Open Data auch so ein bisschen nach Stuttgart bringen und das ist das, wo wir herkommen. Also vor 3 Jahren sah es mit Open Data in Stuttgart so aus, also so.
Und ja, das wollten wir verändern, weil das ist natürlich wichtig. Wir haben heute schon ganz viel dazu gehört, warum das wichtig sein kann für eine Bürgerschaft. Wir wollen natürlich dahin, weil wir einen Standard brauchen, ganz dringend für Open Data. Wir brauchen APIs und wir brauchen Datenkompetenz, weil wir nutzen dauernd unsere Handys und machen da Sachen mit und wissen eigentlich gar nicht so viel. Wir sind Nutzer und wir sollten eigentlich viel mehr Kompetenz bekommen, damit wir einfach vertrauensvoller mit Daten umgehen und kompetenter mit Daten umgehen können in der breiten Masse der Bevölkerung. Ja, wir hatten den weißen Screen, wo wir herkamen, und ich habe ein kleines Beispiel. Wenn man zum Beispiel nach Fahrraddaten fragt, dann kriegt man die nach 2 Monaten per Twitter. So viel zum Standard und API. Mir hat ein Teilnehmer von so einem Workshop mal gesagt, was sind denn eigentlich die 3 Erfolgsfaktoren für das Projekt? Das ist zum einen, sind das die Veranstaltungen, wo wir ganz nah an den Menschen dran sind, und da können wir natürlich in Stuttgart auch auf total engagierte Bürger zurückgreifen. Das kommt aus diesem Stuttgart 21 Kontext, wo sich einfach die Menschen schon ziemlich stark aufgemacht haben, sich selbst zu engagieren in der Stadt. Man hat dieses Potenzial leider nicht genutzt, sondern eher im wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen getreten. Das wollten wir anders machen. Bei uns können die Bürger sich selbst einen Sensor bauen, und das ist einfach ein Baustein für Empowerment. Dann haben wir natürlich ein Produkt, das jetzt auch funktioniert und tatsächlich ganz genau misst. Der Bausatz. Und wir haben einen ganz, ganz, ganz wichtigen Baustein, die Öffentlichkeitsarbeit. Und ich kann wirklich alle Projekte nur dazu ermutigen, macht Öffentlichkeitsarbeit, weil es bringt nichts, wenn ihr coole Sachen bastelt und baut und hackt, wenn ihr nicht darüber redet. Ja, also so massiv und so viel wie möglich darüber zu reden, das haben wir auch versucht mit unserem Projekt. Ich hoffe, es ist uns gelungen, das Projekt einfach in die Breite zu bringen. Und dann haben wir das Resultat aus 1, 2 und 3, ist dann einfach Open Data visualisiert als Datenvisualisierung, ganz komplexe Sachverhalte, ganz niederschwellig transportiert. Jeder versteht das. Und dann sind wir jetzt nach 3 Jahren so an dem Punkt, an dem wir eigentlich schon von vornherein sein wollten, wenn wir im Idealfall leben würden, dass Kommunen offene Daten permanent zur Verfügung stellen. Wir können jetzt anfangen zu spielen, wir können die Daten visualisieren, wir können so Graphen machen, wir können Zeitraffer machen, die Menschen können dann auf die Seite gehen und schauen, wie der Feinstaub wabert, und dann geht man vielleicht nicht in den einen, sondern in den anderen Park zum Joggen oder stellt sich drauf ein. Und dann ist es natürlich auch ein ganz wichtiger Baustein zur Aufklärung, das Problem sichtbar machen. Feinstaub ist eher unsichtbar, und ja, jetzt läuft gerade das Crowdfunding für Stickstoffdioxid-Sensoren, weil Feinstaub hat ja eine Saison und die ist vorbei in Stuttgart offiziell. Deswegen machen wir das jetzt mit NO2-Sensoren weiter, weil die haben keine Saison. Unser Sensor heißt seit ein paar Tagen Error. Wir werden da jetzt so einen Wettbewerb starten, da kann man sein Bild einreichen von seinem selbstgebastelten Sensor, und dann werden wir irgendwann das prämieren, und dann haben wir vermutlich auch noch ganz viel weitere lustige Sachen in der Pipeline.
Ja, letztendlich ist das auch ganz wichtig. Herzlichen Dank, Jan. Und du hast selber erwähnt, wie wichtig Öffentlichkeitsarbeit für Projekte ist. Und an der Stelle möchte ich doch mal dazu aufrufen, wenn ihr ein Civic Tech Projekt habt und noch nicht genau wisst, wie ihr das medial spielen könnt, wie ihr auch die Leute erreicht, die Partnerinstitutionen und die Behörden erreicht, wird es morgen dazu auch einen Medien- und Storytelling-Workshop geben, den Aline Wagner veranstaltet. Also kommt dazu, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Wenn er nicht zeitgleich ist mit unserem Bastel-Workshop, wir werden natürlich auch wieder Sensoren basteln, das auch. Weil wir natürlich im Moment bundesweit unterwegs sind, Multiplikatoren für das Projekt zu suchen und dann eben die Verstetigung in den Städten. Das klappt ja schon super gut im Ruhrgebiet und in ganz vielen anderen Städten und man kann sich das auch selber basteln, also einfach loslegen. Genau. Vielen Dank, Jan. Und wenn Fragen sind in der Mittagspause, bist du bestimmt ansprechbar. Danke sehr. Unser nächster Redner ist Tobias Hösel. Tobias ist aus München und er wollte gerne seinem Bürgerrecht, seiner Bürgerpflicht der aktiven Mitwirkung nachkommen. Und er hat sich das Ratsinformationssystem der Stadt München angeguckt und es hat nicht so ganz seinen Vorstellungen entsprochen. Und da gibt es ein wunderschönes Zitat, das ich kurz vorlesen möchte. Und das ist eben die Situation, wo sich dann schon so etwas wie der innere Nerd in mir rührt und sagt, das kann ich besser. Und genau das hat er gemacht und deswegen stellt er uns heute vor, München transparent. Vielen Dank. Ja, hallo. Es wurde bereits gesagt, es geht bei München Transparent vor allem um die Daten von sogenannten Ratsinformationssystemen. Also hinter dem sperrigen Begriff verbirgt sich so ein System, das viele Städte haben, das normalerweise dazu verwendet wird, um Sitzungsvorlagen, also sehr viele Dokumente und Tagesordnungen und ähnliche Informationen rund um die Stadtpolitik zu verwalten. Und es wird auch häufig dazu verwendet, um Bürgerinnen und Bürger darüber zu informieren, also um einige von diesen Dokumenten halt öffentlich zu machen. Und ich hatte mir das, als ich mich für Kommunalpolitik mehr interessiert hatte, in München angeschaut und war erst einmal sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Also ich hatte mal geschaut, wie viel wird eigentlich bereitgestellt. Und es waren dann doch gut, also weit über 100.000 Dokumente, über 500.000 A4-Seiten und jede Woche kommen auch mehrere hundert Dokumente neu dazu. Also man kann sich jetzt nicht darüber beschweren, dass es keine Daten gäbe, die irgendwie geheim gehalten worden wären. Allerdings habe ich dann versucht, mit diesem Ratsinformationssystem tatsächlich zu arbeiten, um mich darüber zu informieren und bin daran gescheitert, dass es halt effektiv so strukturiert ist, wie sich vielleicht die Verwaltung in den 90er Jahren ein Datenbank-Frontend vorgestellt hatte. Und was ich halt jetzt in anderen Städten gesehen habe, ist es da halt vielleicht ein bisschen besser, aber halt auch nicht wahnsinnig viel besser. Und deswegen ist, ja, das Zitat ist ja bereits gefallen, hatte ich mir halt gedacht, okay, irgendwie, das kann ich besser. Und hatte mich dann halt zuerst einmal dran gemacht, überhaupt diese ganzen Daten erst einmal die Rohdaten überhaupt erst zu extrahieren. Da gehe ich jetzt nicht genau im technischen Detail drauf ein, nur so viel. Also wenn es damals das Projekt schon gegeben hätte, das der Ernesto anschließend vorstellt, hätte ich mir an der Stelle wahrscheinlich knapp 100 Stunden Arbeit gespart. Also ich habe mir effektiv die Daten besorgt und hatte mir dann Gedanken darüber gemacht, was kann man jetzt eigentlich damit machen? Wie kann man die dazu nutzen, damit die interessierte Bürgerin oder Bürger sich dann auch tatsächlich damit gut informieren kann? Und das Erste, woran man natürlich denkt, ist erstmal eine funktionierende Volltextsuche für Recherche. Das ist jetzt relativ technisch abgegrast. Also Volltextsuchen sind jetzt nichts Neues. Da war die einzige Herausforderung, etwa 700.000 Seiten durch eine OCR-Texterkennung laufen zu lassen. Aber Volltextsuchen sind halt vor allem dann interessant, wenn man nach einem konkreten Thema sucht. Gerade im kommunalen Bereich ist es ja doch eher so, dass man dann häufig sich nicht nach einem konkreten Thema interessiert, sondern einfach dafür interessiert, was in meiner Umgebung gerade passiert. Das heißt, an der Stelle sind vor allem die Geodaten relativ interessant und die werden nicht erfasst. Das heißt,
wir mussten uns dann irgendwie einen Mechanismus überlegen, um die automatisch zu extrahieren aus diesen Dokumenten. Das ist leider nicht perfekt, aber es ist gut genug, um einen Mehrwert zu bieten. Also das heißt, effektiv führen wir ein Verzeichnis von Straßen, durchsuchen jedes Dokument nach sämtlichen Straßen, versuchen dann irgendwie das danach als Hausnummer zu interpretieren, das dann durch Geocoder durchlaufen zu lassen, bla bla bla. Also wie gesagt, es ist nicht super, aber funktioniert. Und das Ergebnis ist, dass wir effektiv eine Karte haben, die, Moment, sieht man das jetzt? Also wir kriegen dann eine Karte aus München und kriegen halt dann die sämtlichen Dokumente, die irgendwie gerade aktuell sind, auf dieser Karte präsentiert, sodass man genau schauen kann, okay, was ist jetzt in meiner Umgebung? Wenn, man kann auch genauer reingehen, dann erscheint mehr. Aber auch so haben wir jetzt immer noch das Problem, dass wir jetzt noch in einem Modus sind, der erfordert, dass jemand, der sich dafür interessiert, alle paar Tage aufs Neue auf die Seite geht. Und das ist in der Praxis eigentlich nicht wirklich realistisch. Beziehungsweise Journalistinnen und Journalisten werden das vielleicht machen, aber nicht jeder. Und deswegen ist das eigentliche, die eigentliche Funktionalität, auf die wir sehr viel Wert legen, halt, dass man auch aktive E-Mail-Benachrichtigungen sich zuschicken lassen kann. Also das heißt, man kann sowohl auf Suchbegriffe als auch auf räumliche Zuordnungen und halt auch dann auf einzelne Vorgänge, die jetzt im Stadtrat passieren, sich dann jeweils E-Mail-Benachrichtigungen installieren. Und das heißt, man muss dann nicht mehr aktiv von sich auf die Seite gehen, sondern wird dann halt benachrichtigt, wenn irgendwie was Neues kommt. Und auf die Weise versuchen wir halt, dass auch Leute, die jetzt, sagen wir mal, nur so halb interessiert sind, trotzdem über das, was in ihrer Umgebung passiert, auf dem Laufenden bleiben. Das Ganze ist dann halt noch etwas ergänzt um so ein paar Metainformationen. Also das heißt, wie funktioniert Stadtteilpolitik überhaupt? Wer ist denn im Stadtrat? Und das Ganze haben wir dann jetzt fertiggestellt. Das ist jetzt vor inzwischen schon 2 Jahren fertig geworden. Und hat dann auch tatsächlich relativ gut Anklang gefunden, also bis zu dem Punkt, dass wir auch aus der Stadtverwaltung häufig die Ansage bekommen, ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benutzen das auch lieber als das ursprüngliche RIS, einfach weil man da auch findet, was man sucht. Vielen Dank, Tobias. Okay, dann verschieben wir hier auch die Fragen in die Mittagspause und kommen zum letzten Referenten. Der berichtet uns nämlich darüber, dass genau das, was hier in München passiert ist, eigentlich cool wäre, wenn es in viel mehr Städten verfügbar wäre, und zwar nämlich durch Standards und Schnittstellen organisiert. Herzlich willkommen, Ernesto Ruge, und viel Spaß. Ja, eigentlich hatte ich schon eine ganz schöne Einleitung durch den Tobias, weil er hat einen Haufen Arbeit gespart, war da die Geschichte, die Einleitung. Ratsinformationssysteme, das ist letztlich eine vollständige Dokumentation von allem, was so in der Kommune passiert. Und wir hatten gerade schon so ein bisschen darüber geredet, auch Herr Habel hatte darüber geredet, dass das, was passiert, vor allem in den Kommunen passiert, also da, wo Bürger wirklich in Kontakt mit Politik kommen, das ist wirklich interessant. Und gerade in diesen Ratsinfosystemen stehen diese ganze Dokumentation drin. Das hat München erkannt und hat München transparent gemacht. Ich habe Politik bei uns entwickelt, aber es war immer so dieses Problem, okay, wir wollen ja an diese Daten dran und wir wollen auch voneinander lernen. Gerade wir wollen mehr Faktenorientierung hineinbringen und wir wollen irgendwo Bürgerbeteiligung herstellen. Und das kann man am besten, wenn man informiert ist über die Vorgänge, die in der Kommune laufen, was politisch gerade eben passiert. Das Problem hatten wir gerade schon erklärt. Wenn sie doch besser zu bedienen wären, die offiziellen Systeme. Die offiziellen Systeme sind für die Verwaltungsbedürfnisse optimiert. Wenn man eine Kenntnis zu den Strukturen der Verwaltung hat, alles super. Als normaler Bürger mit einem Stichwort im Hinterkopf, nicht so. Und der erste Schritt war, dort mit Scrapern dran zu gehen. Das sind kleine Programme, die eben das manuell abrufen. Also gewissermaßen einen Mauszeiger simulieren und das die Dokumente alle einzeln runterladen. Macht super viel Arbeit, ist super fehleranfällig, möchte man nicht auf Dauer haben. Und dann war genau die Idee, man möchte doch irgendwie vielleicht eine JSON-Schnittstelle haben, also eine Art, wie man das definiert abrufen kann. Es stellte sich fest, dass mit dem einfach mal, das hatten wir uns am Anfang da doch ein bisschen anders vorgestellt, und dann ein bisschen später, viel später, 3 Jahre später, gab es dann irgendwann mal Opal 1.0. Das war ein ziemlich langwieriger Vorgang, diese Schnittstelle zu entwickeln, vor allem, da sie eben komplett ehrenamtlich entwickelt wurde.
Vielleicht hier auch das Datum. Sommer letzten Jahres haben wir es veröffentlicht. Und das ist im Endeffekt eine Möglichkeit, an diese ganzen Daten ranzukommen. Wir haben eine sehr gute Dokumentation, glauben wir. Zumindest war das so die Rückmeldung bislang, dass man tatsächlich mit den Daten arbeiten kann, auch praktisch mit den Daten arbeiten kann und es keine, ich sag mal, esoterische Schnittstelle ist, die irgendwie entwickelt wurde und nie eingesetzt wird, sondern dass tatsächlich Menschen damit arbeiten können und entwickeln können. Wir haben es bei unseren eigenen Systemen eingesetzt und wir wissen, dass mehrere Ratsinfosystemhersteller das jetzt auch anbieten und damit auch in mehrere Städte reingehen. Ganz wichtig war uns natürlich, dass es herstellerübergreifend, es gibt ja verschiedene Softwareanbieter und wir wollten nicht ein Projekt eines Unternehmens machen, sondern wir wollten eben wirklich voneinander lernen. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da haben wir ganz viele verschiedene Städte mit verschiedenen Ratsinformationssystemen und es wäre sehr schön, wenn wir voneinander auch, die Städte haben alle dieselben Probleme, im Endeffekt wäre es sehr schön, wenn man voneinander lernen könnte. Gut, das ist dann eben dann möglich, wenn man diese verschiedenen Systeme vereinheitlicht und dann eine Suche über alle machen kann, damit man eben die Informationen aus allen Städten bekommen kann. Ja, Umsetzung, die Ratsinfosystemhersteller haben es, wie gesagt, zum Teil schon eingebaut, vor allem die beiden größten haben es eingebaut und werden damit auf den Markt kommen. Die ersten Versionen der Schnittstelle gibt es bereits. Wir haben ja, die fertigen Portale, das Politik bei uns und München Transparent. Und wir haben vor allem auch eine Reihe an begleitende Software entwickelt. Das ist, sind Test-Suites, das sind Validatoren und wir werden auch eine zentrale Datenbank, wo alle Opal-Kommunen auftauchen, dann online stellen, sodass man nur noch einen einzigen Punkt hat, wo man alles abgreifen kann. Ja, in Zukunft wollen wir ein bisschen mehr als nur Daten abrufen. Im Moment ist die Schnittstelle halt dafür da, überhaupt erstmal an die Daten ranzukommen, weil niemand auch aus der Wissenschaft konnte uns so genau sagen, wie denn eigentlich die ganzen verschiedenen kommunalen Systeme funktionieren. Das sind nämlich ganz verschiedene Sachen. Jedes, dadurch, dass Kommunen relativ viel Rechte haben, sind die Strukturen alle auch ein bisschen unterschiedlich. Und das war für uns so die erste Chance zu sehen, okay, lasst uns doch überhaupt erstmal eine Bestandsaufnahme machen, lasst uns die Daten überhaupt erstmal abgreifen und dann im Anschluss sehen, okay, welche Begriffsvereinheitlichung, welche juristischen Sachen kann man da dann vereinheitlichen. Und dann natürlich Suchfunktionen, die gibt es auch noch nicht. Wir haben im Moment halt wirklich vor allem Daten zum Abgreifen. Ja, natürlich mehr begleitende Software und Portale wollen wir machen, mehr Community auf jeden Fall auch. Das ist ja ein Community-Projekt. Wir haben so ein bisschen die Vorarbeit gemacht. Jetzt kann man an die Daten auch vernünftig dran und dann kann man auch einzelne Apps bauen. Ja, und das Thema ist auch noch ganz wichtig. Das Ding ist bislang komplett ehrenamtlich gelaufen. Und eigentlich ist es nämlich überhaupt eine Finanzierung, nicht mehr Finanzierung. Das ist nämlich ein Thema, was ich hier gerne auch kurz anbringen würde. Ist es vielleicht nicht der ganz optimale Weg, dass da ein paar Ehrenamtler einen behördlichen Standard entwickeln, die dann, wo dann am Ende ja auch echt nennenswerte Mengen an Investitionen ausgelöst werden und das alles ehrenamtlich läuft. Das ist ein bisschen schwierig und vor allem, wir haben auch mehrere Leute dabei verschlissen auf dem Wege, weil es eben wirklich super viel Arbeit gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es genau in Zukunft ablaufen sollte, aber gerade so dieses Thema Standardisierung sollte man vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Tagesordnung bringen. Ich kenne es auch von anderen Bereichen. Baustelleninformationen von Kommunen zum Beispiel ist auch ein ganz spannendes Thema. Ich habe ganz viele verschiedene Dateiformate. Ja, nichtsdestotrotz, es ist sichtbar, dass, dass gerade was passiert, auch übrigens beim Thema Finanzierung sind einige Sachen im Hintergrund aktiv. Und ich würde mich freuen, wenn es da auch noch mehr gäbe. Aber es ist jetzt schon absehbar, dass 2017 jetzt das OPA-Jahr wird. Wir haben mindestens 25 Kommunen, die dieses Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach online gehen werden. Also das ist schon mal ein Anfang und dann hat man tatsächlich auch Daten zum Spielen und letztlich zum seine eigene Kommune kennenlernen. Ganz herzlichen Dank, Ernesto. Schön, dass auch wenn ihr mehrere Leute verschliffen habt, du es heute hierher geschafft hast. Auch du wirst morgen einen Workshop anbieten, also wenn da Interesse besteht, einfach vorbeikommen und mitmachen. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche Ihnen einen guten Appetit in der Mittagspause und wir sehen uns hier wieder um 14 Uhr. Essen gibt es da hinten übrigens.